Jetzt nimmt es auf. Sehen Sie bitte hoch. Nur noch ein kleines Stückchen Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht hier auf Elge 7 und der unschönen Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Haben Sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja, das stimmt. Ich bin bereit. Oh Mann, muss ich da jetzt echt überall hin? Wo ist denn das? Im Abbau? Oh, da komme ich doch gerade her. So, dann hoppeln wir mal schnell weiter. So, wieder zurück in die Sicherheitsstation. Da lang. Ich frage mich gerade, wie viele von den Necromorphs haben wir eigentlich schon gekillt? Genug? Naja. Ich frage mich halt, gibt's wohl ein Achievement, wenn man so viele Necromorphs wegschießt, wie das Schiff Besatzung hat? Manche Spiele haben nämlich so ein Easter Egg. Ich weiß aber nicht, ob das bei dem hier auch so ist. Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Da ist Engineering. Mining Deck, da muss ich durch. Ja.
Da will es immer wieder einer wissen. Sie sind mir also wieder auf den Fersen, die Viecher. Okay. Munition sieht soweit eigentlich ganz okay aus. Ich nehme mal das hier. So, Abbaudeck. Kann ich mal sehen, ob jetzt wieder Gegner kommen. Da oben war jedenfalls schon einer, den habe ich genau gesehen. Irgendeiner kommt ja immer. So, Erzlager. Dann wollen wir mal. Oh, das hier war mal ein Shop gewesen. Dann ist es explodiert. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, ein Freak namens Harris wollte etwas aus dem Erzlager stehlen. Ich soll für Dr. Mercer Osmium holen, damit er seine Arbeit vollenden kann. Und selbst wenn der allmächtige Gott sie geschickt hätte, wenn sie sich die Gewinne der CEC unter den Nagel reißen, sind wir am Arsch. Gott? Sie können das Osmium jetzt also freiwillig weglegen, oder ich breche ihnen die Arme. Ich habe mit Leuten wie ihnen auf EG7 gearbeitet. Sie klauten meine Energieknoten, ließen mich graben, ohne Licht. Hey, hey, lass sie mich los! Aber wenn man in der Dunkelheit zurückgelassen wird, ist man nicht allein. Der Marker flüsterte mir seine Offenbarungen zu. Jetzt verstehe ich sie. Wollen Sie sie hören? Warnung! Ungeschultes Personal darf die Anzugstation nicht benutzen. Nein, nein, stopp! Bitte! Ich habe auch bitte gesagt, als Sie mich einsperrten. Ich habe es geschrien. Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde. So wie sie es taten. Landung. Einzugstation ist blockiert. Es kann zu schweren Verletzungen kommen. Oh Gott! Hilfe! Bericht über den Vorfall an die Brücke übermittelt von Dr. Nicole Brennan. Siehe zugehörige Rig-Aktivität.
Wow. Das ist ja also passiert. Und das Ding hat nicht mal eine Sicherung, dass sowas nicht passieren kann. Okay. Jetzt muss ich ja sowieso zur Brücke. Dann passt das. Okay, der will mich hier nicht lotsen. Ich nehme mal alles Deck A. So. Ja, tatsächlich ist es verdächtig. Ich habe so ein Glibbern gehört, aber irgendwie ist nichts passiert bis jetzt. Ja, das kommt ziemlich sicher noch. So, auf zur Brücke. Ach, das war doch so klar. Da wollte wohl irgendjemand... Klang jedenfalls so, als wären da ein paar von den Viechern gewesen und die hätte ich gerade mal eben mit der Monorail überfahren. Geschafft! Ham, Isaac,
gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht. Egal, ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antwort. Repariere das Com-Array. So, erstmal das Ziel. Okay, hier habe ich ja, glaube ich, alles mitgenommen. Ja. Lagerraum. Okay, hier habe ich schon alles aufgemacht. Ist da wieder ein Großer drin? Dann gehe ich mal an den Store. Also, ich habe jede Menge davon. Medipack wäre eigentlich nicht schlecht. Okay, ich lasse das jetzt mal. Ich riskiere es einfach. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu. Okay, hier haben wir ein bisschen was. Da noch. Logbuch abgerufen.
Okay, dann vergeuden wir noch mehr Zeit und zeichnen es auf. Zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Wir haben einen toten Arbeiter. Wir können Brent Harris nicht sedieren. War Harris nicht Ihr Patient? Sie hätten uns warnen sollen, dass er so ausrastet. Captain, Harris leidet an einer Art Demenz, die wir nicht vollständig verstehen. Er machte Fortschritte, bis Dr. Mercer seinen Fall übernahm. Trotz meiner Einwände. Hab ich gelesen. Ganz ehrlich, diese Fehde gegen Dr. Mercer klingt mehr nach Engstirnigkeit. Bitte was? Sie haben also nie Mitglieder unserer Kirche beraten und gegen Unitology aufgebracht. Ich sage, dass Mercers Behandlungen unethisch und gefährlich sind. Warum bringt er Harris immer wieder auf die Hydrostation? Die Krankenstation ist ein Schutzraum, nicht Mercers Privatlabor. Hören Sie auf, ihn zu denken. Noch mehr Anschuldigungen, wieder keine Beweise. Sie finden ihn aus. Brent Harris wird nicht der Letzte sein, Captain. Das wissen Sie. Tracking von relevanten Rig-Aktivitäten. Jetzt müsste ich zur Hydrostation, naja. Will ich das wirklich? So. Ich glaube, dann haben wir das hier. Speichern wir doch mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt ein paar Rigs. Jetzt müsste ich da unten doch eigentlich mal so ein Ding aktivieren können. Nicht? Okay, ich habe noch nicht genügend von den Rigs anscheinend. Ich brauche wahrscheinlich alle. Okay, an dem komme ich sowieso dran vorbei. Okay. Da wir das nun haben. Jo, willkommen zurück. Kommunikationsraum ist da lang. Etage 3. Das klingt ja schon wieder schön. Hm.
Ja, machen wir uns einen Speicherstand. Nur so für alle Fälle. Ja. So. Okay, da wird es jetzt lang gehen. Ja, es sind ja nur ein paar Babys gewesen. So, da haben wir noch so ein Ding. Freigabe bestätigt. Platine. So, damit haben wir alles hier drin. Ach ja, hier waren wir ja schon. Wo sie den tolle Lied gesungen haben. Okay, das ist eine Level-3-Tür und da vorne ist zu. Kann ich hier trotzdem schon mal den Weg freiräumen? So, Weg frei. Wartungsgondel. Da muss ich dann sicher auch noch rein. Wenn der Weg schon mal frei ist, ist das schon mal besser. So, wie sieht's im Inventar aus? Habe ich noch Platz? Jawoll. Ich krieg grad richtig schön viel Munition. Ich wette, die brauche ich dann auch bald. Da sieh an. Da krabbelt wieder einer. Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert.